Moin, moin, meine lieben Zuschauer an diesem 30. Dezember, dem vorletzten Tag des Jahres, zu einer neuen Folge von So gut wird. Heute schauen wir uns das Mainzer, ja, Mittelfeld-Abwehrtalent Philipp Schulz an. 17 Jahre jung und vor allen Dingen preisgünstig, kann man jetzt schon sagen, zwischen 0,75 bis 2,3 Millionen Euro wert. Und in etwa so viel wollen die Mainzer auch verlangen, zumindest war das bei mir so der Fall. Ja, es springt direkt ins Auge natürlich. Die Grundfitness von 16, er hat eine gute Zielstrebigkeit allgemein, auch im physischen Bereich schon sehr, sehr weit, hat eine gute Sprunghöhe gepaart mit einer Größe von 1,88. Nicht der allergrößte natürlich, also jetzt keinen 1,90 sonst was Kante, aber trotzdem einigermaßen kopfballstark. Hat schon mal eine gute Ausdauer, eine gute Balance, ist schon mal einigermaßen kräftig. Klar, die Schnelligkeit kann ruhig noch ein, zwei Punkte steigen, dann ist das Ganze in Ordnung. Die defensiven Fähigkeiten sind jetzt bei 12 alle. Deckung, Tackling, Stellungsspiel. Die Antizipation bei 10, die kann auf jeden Fall noch ein bisschen steigen. Er ist mutig, ja, Einsatzfreude ist auch vorhanden, hat eine gesunde Aggressivität, ist übersichtlich, hat eine gute Übersicht von 12, kann guten Team Arbeit natürlich, musste sein Spiel ohne Ball noch steigen. Die Konzentration ist nur bei 10, sollte auch noch steigen. Die Entscheidung bei 9, klar, sollte auch noch höher gehen. Technischen Bereich, ein Passspiel ist bei 12, ist auch okay natürlich schon mal. Nicht vergessen, er ist erst 17 Jahre jung, er wurde gerade erst 17, ne? Also erst in 10 Monaten wird er 18. Technik ist bei 11, Dribbling bei 8, klar, könnte auch noch besser werden. Die Standardsituationen sind nicht seine Stärke, überhaupt nicht. Ja, aber ansonsten ein sehr, sehr gutes Talent, finde ich, auch schon sehr weit mit seinen 17 Jahren. Könnte locker auch bei einem Zweit- oder Drittligisten, bei dem Zweitligisten würde ich sogar sagen, Stammspieler sein. Also schon ein sehr, sehr ordentliches Niveau. Und wie gesagt, vor allen Dingen finanziell absolut, ja, billig. Also holt ihn euch so oder so, wenn ihr bei einem größeren Verein spielt und einfach auch bei einem Erstligisten, holt ihn euch einfach. Finanziell könnt ihr da einfach nichts falsch machen. Und ich glaube kaum, ohne es dann nicht genau zu wissen, nur ein, zwei Jahre, wie in ein, zwei Jahren aussieht, ohne wirklich zu wissen, ob es sich lohnt. Aber es wird sich auf jeden Fall finanziell lohnen mit ihm. Da bin ich mir sicher. So, und jetzt schauen wir ihn uns mal an mit 27. Der ganz große Wow-Effekt ist ausgeblieben. Er wurde insgesamt 1,26 Punkte stärker, aber trotzdem finde ich, ist das ein sehr, sehr guter Spieler. Spielt mittlerweile in den USA bei St. Louis City, dadurch ist ein Marktwert von nur 3,6 bis 10,5. Ich glaube schon, da könnte mehr drin sein, wenn er jetzt in der Bundesliga zum Beispiel spielen würde. Da war er zum Beispiel jetzt auch Stammspieler. Okay, war nicht unbedingt Stammspieler. Bei Union Berlin auf jeden Fall, hat davor bei Genua gespielt, war hier auf jeden Fall Stammspieler bei Pauli, bei Mainz auch mehr oder weniger. An Spielpraxis hat es ihm nicht gemangelt. Hier gab es mal ein Jahr, 23, 24, wobei auch da nicht. Also er hat eigentlich jedes Jahr mehr oder weniger schon gespielt. Hier mal ein Jahr nicht, aber da war er schon ein bisschen älter. Also er hat auf jeden Fall seine Spielzeit bekommen, wurde besonders im physischen Bereich nochmal stärker, hat jetzt eine Sprunghöhe von 17, ich glaube sogar 1 cm gewachsen. Also noch kopfballstärker als ohnehin schon einigermaßen. Die Schnelligkeit und sein Antritt ist jetzt auf einem sehr, sehr guten Level. Auf jeden Fall kann er gut mithalten. Ist deutlich beweglicher geworden, ist von 8 auf 11, die Balance von 12 auf 15 gestiegen. Im mentalen Bereich vor allem die Konzentration um 4 Punkte gestiegen, sehr wichtig. Und natürlich auch die Antizipation immer um 3 Punkte. Sein Stellungsspiel wurde um 1 Punkt besser, seine Deckung im technischen Bereich auch. Tackling leider nicht, okay. Kommt aber natürlich immer darauf an, wo man ihn besonders eingesetzt hat. Wenn ihr zum Beispiel im ZM oder DM, dann ja, okay, dann achtet man eher auf andere Sachen. Zumal man sein Tackling nicht unbedingt im individuellen Training trainieren kann, darf man auch nicht vergessen. Ja, die Technik wurde noch um 1 Punkt besser. Allgemein, ja, im technischen Bereich hier wurde er insgesamt nur um 0,36 Punkte stärker. Also schon eher eines der schwächeren Entwicklungen. Trotzdem immerhin im mentalen Bereich noch ganz ordentlich geworden. Die Zielstrebigkeit um 1 Punkt gesunken, okay, passiert ja häufig mal. Die Übersicht um 2 Punkte gestiegen, ist sehr, sehr wichtig, wenn man ihn auch mehr im Mittelfeld einsetzt. Ja, die Nervenstärke, ja, die Führungsqualitäten auch um 3. Also insgesamt finde ich schon eine gute Entwicklung, aber ich bin mir sicher, da ist auf jeden Fall mehr drin. Zum Beispiel, ich habe in meinem Safe jetzt einen größeren Wert auf sein Spiel ohne Ball gelegt, dass das besser wird und dass es schon jetzt, Gott, mit 18 oder mit 19 Jahren, 19 oder 20 Jahren, ich will nicht lügen, bei 10, also man sieht, man kann da natürlich mehr rausholen. Oder eher gesagt, natürlich, die Spieler hier haben die Entwicklung von einem KI hinter sich, aber natürlich haben die ein spezielles Potenzial, was sie erreichen können. Man muss halt nur diese Potenzialpunkte, die vergeben werden können, halt auf die Fähigkeitenpunkte verteilen, wo man es gerne hätte oder wo es vielleicht Sinn macht, ne? Hier wurde ohne Ball eher weniger beachtet, bei mir mehr. Und so ist das halt. Aber trotzdem, auch hier, Marktwert hat sich, ja, insgesamt, mathematisch, Moment mal, Mathematik-Genie, fast bis zu fünfmal oder vier bis fünf verfünffacht. Also es hat sich gelohnt, auf jeden Fall ihn zu holen. Und ja, das war's dann mit der heutigen Folge. Morgen geht's dann weiter mit einem etwas bekannteren Namen, Armel Belakotschap vom FC Southampton. Ja, ein sehr, sehr großes Innenverteidiger-Talent Deutschlands, auch in der Nationalmannschaft, was jetzt in England so ein bisschen durchstattet, nachdem es in Bochum auch schon gezeigt hat, was er kann. Und ja, schreibt natürlich wie immer gerne in die Kommentare, wen ich sonst so machen soll. Nicht vergessen, maximal Alter 22 Jahre. Und ansonsten war es das mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, euer Dento.